Moin Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Ja, und heute zeige ich euch meine letzten drei Spiele vom letzten Wochenende, denn ja, wie ihr es schon lesen konntet in dem Videotitel, ich kam auf Platz 3 der Welt. Ich konnte nämlich alle 40 Spiele gewinnen auf der Xbox. Ich habe ja auch noch auf der PlayStation hier die Weekend League gespielt. Also ich habe in den 4 Tagen jetzt, weil die Weekend League ging ja einen Tag länger, alle 80 Spiele gespielt, und dort konnte ich auch 30 Siege holen. Komm, Franco, du bist noch frisch. Oh, Franco. Lupfin. Franco. 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 Aber deinem Schalke-Team, ich denke mal, viele von euch haben es ja im Stream oder gesehen. Aber ja, hier war natürlich wieder Tryhard angesagt mit dem Team, weil ihr wisst ja, die Xbox ist meine Hauptkonsole, und deswegen ja, zeige ich euch auf jeden Fall hier mal die letzten drei Spiele. Wenn ihr sowas häufiger sehen wollt, dann würde ich mich über ein positives Feedback freuen. Ja, natürlich in den Kommentaren und ja, natürlich auch bei den Daumen nach oben. Und hier habt ihr nochmal eben die ganze Zeit mein Team gesehen. Ist auf jeden Fall ein extrem starkes Team. Und ja, wir schauen uns direkt mal den ersten Gegner an. Das war dann Spiel Nummer 38. Das heißt, ja, hier standen wir zu dem Zeitpunkt dann 37 zu 0. Das Team war eigentlich ganz ordentlich. Er hatte halt Martial und N'Golo Kanté. Davor hatte ich ein bisschen Angst, aber dann halt auch Lewandowski und Thiago, die sind auf jeden Fall auch schlagbar. Ich habe natürlich Ingame auch noch umgestellt. Ich habe das jetzt hier mal auch ein bisschen langsamer durchlaufen lassen. Ich habe Bale und Ronaldo im Sturm und dann auf der 10 Hullet und halt nicht Asensio. Das hat einfach folgenden Grund, weil einfach Hullet sowas von stark ist nach vorne. Und deswegen habe ich Asensio halt ein bisschen weiter defensiv spielen lassen, obwohl der ja logischerweise jetzt nicht so gut ist in der Abwehr. Aber das ging eigentlich vollkommen klar, gerade dann auch mit halt Nainggolan und mit Vidal. War das eigentlich nach hinten wirklich gar kein Problem. Und ja, wie man hier schon sehen konnte, nach 5 Minuten machte Bale direkt mal das 1 zu 0. Ja, er war in diesen Spielen, das kann ich schon mal sagen, Bale war unnormal gut. Ich habe es mir jetzt auch selber nochmal hier angeschaut. Hier machen wir dann eben noch 2 zu 0. Bale war extrem, extrem stark in den Spielen. Und ja, eigentlich kann man es immer sehen, es läuft alles immer über die drei Spieler da vorne. Über Hullet als Zehner und dann über ja, Bale und Ronaldo vorne, und da auch hier sehr schön durchgesteckt. Und so war das Spiel eigentlich schon relativ schnell rum. Ich konnte euch jetzt hier auch gar nicht so viele irgendwie Torchancen oder so zeigen, denn fast jeder Torschuss war dann auch ein Tor bei mir im Spiel. Und das kann man dann hier sehen. Hier war es mal einmal relativ knapp, aber sonst wusste ich direkt, ja, der ist jetzt nicht so gut, der Gegner. Das Spiel werde ich schon gewinnen. Und dann, ja, war es auch hier in der 35. Minute, dass ich hier nochmal mit Nainggolan, dem mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, den ich extrem stark fand, den ich letztes Jahr nicht so gut fand in FIFA 17, aber hier fand ich ihn extrem stark auf der Position als rechten zentralen Mittelfeldspieler. Und ihr seht, dann gab es schon den nächsten Rage Quit. Und ja, beide mit einer 10,0, Bale und Hullet. War auf jeden Fall ganz nice, und wir waren schon auf Platz 14 der Welt. Das heißt, ja, auch da sah es schon sehr gut aus. Wie gesagt, ich habe die Spiele erst gestern Abend fertig gespielt. Und dort standen wir dann 38-0 und haben auf diesen Gegner getroffen. Mit einem sehr, sehr guten Serie A-Team, aber jetzt auch nichts Besonderes. Also ich muss sagen, ich habe auch gerade davor in den Spielen auf sehr, sehr starke Gegner da getroffen. Und ich kann euch das auch schon mal sagen, im letzten Spiel wartete auch noch ein richtiger Brocken. Aber erstmal dieses Spiel hier, ihr seht, nach dem Anstoß gab es wieder diesen Hype. Da sind nach dem Anstoß gefallen. Aber hier konnten wir halt einen Elfmeter rausholen über Cristiano Ronaldo. Und ja, der machte den dann natürlich eiskalt rein, typischer Ronaldo. Und wir machten eigentlich sehr gut weiter, ihr seht hier. Wir haben gerade mal die 5. Spielminute über den Rabca und dann durch den strammen Pass in die Mitte, und dann war da wieder Cristiano Ronaldo. Und auch da, ihr seht, es war halt Montagabend, das heißt, viele hatten nicht mehr einfach so viel Zeit für die ganzen Spiele. Ist auch da wieder der Gegner rausgequittet. Was ich euch sagen muss, klar gehen auch schon bei mir vielleicht mehr Leute raus als jetzt bei den, ja, meisten anderen, aber so heftig war es jetzt auch nicht. Also ich muss wirklich sagen, von Spiel irgendwie 20 bis 35, also in den 15 Spielen hatte ich locker 11, 12 Gegner, die extrem, extrem gut waren. Also irgendwie war das Matchmaking neu und von daher, ja, die beiden Spiele waren halt jetzt schon ein bisschen einfach, muss ich natürlich sagen, aber das täuscht jetzt auf jeden Fall. Also so leicht habe ich mir nicht getan in der Weekend League. Und das kann man hier ganz gut sehen. Dieser Gegner, kann ich halt schon mal sagen, stand nämlich 35 zu 4. Und das war sein letztes Spiel, und er hat dann gegen mich gespielt. Ihr habt kurz hier sein Team gesehen. Er hatte Blanc unter anderem, Bale. Und hat halt direkt auch noch Ingame umgestellt auf die 4-2-3-1. Das habe ich euch hier ganz kurz zeigen können.
Und ja, war halt unser letztes Spiel. Und ich merkte halt direkt, dass der Gegner was drauf hat, weil das Team war halt sehr gut. Er hat umgestellt und ja, das sind eigentlich schon immer Sachen, wo man dann immer direkt merkt, okay, das ist jemand, der das Spiel nicht einfach nur so spielt aus Spaß. Aber nach der Ecke konnten wir uns hier schön durchkombinieren und Bale wieder ein bisschen aus der Drehung machte das überragend. Aber auch da direkt nach dem Anstoß wieder, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, ist es Pech oder ist es Glück, dass der Ball da erst gegen Pfosten geht? Ich weiß es nicht. Ich fand es natürlich eher ein bisschen glücklich vom Gegner und ja, war halt jetzt nicht so geil. Aber dann war auch gar nicht mehr so viel los eigentlich. Bis zum 25. da fehlte uns dann dieses ein bisschen Glück, dass der Ball da nicht reingeht. Aber auch da haben wir wieder die Ecke wie beim 1:0. Ja, dann ist es Abidal, der in diesem Spiel mal ein Tor macht. Ganz, 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 ganz wichtiges Tor hier zum 2:1. Und wie man es hier gleich nochmal sehr schön sehen kann in der Wiederholung, hat er ziemlich, ziemlich stark gemacht mit der Ballan- und Mitnahme. Und dann nochmal eben ja, sich da gut ausrichten und dann dem Spieler halt durch die Beine. Und auch da könnt ihr wieder sehen, direkt nach dem Anstoß hat mein Gegner ja einfach immer freie Bahn. Ich konnte da halt nicht schnell genug den Innenverteidiger umwählen und dann ja, mit dem rechten Fuß, Dybala und Fährmann, war da schon los. Ihr kennt ja die Teuter und ich dachte mir so, das ist ein richtig ekliges Spiel und dann auch noch solche Chancen. Diese Parade halt von Courtois war unnormal, fand ich. Und ich wusste halt, der Gegner ist gut und ja, es stand halt schon 2:2. Ich hatte ihn nicht wirklich im Griff, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch hier holt dann Fährmann nochmal den Ball sehr, sehr gut aus der Ecke. Also ich muss sagen, was man hier auch sehen kann, der war extrem stark, der Gegner. Also ich denke mal, dass man das sehen kann. Ich war ziemlich am Schwitzen, weil es wurde nämlich noch schlimmer. Ihr seht es hier nämlich mit dem Angriff. Ich kam da nicht wirklich nach. Auch das macht er sehr gut mit den Übersteigern davor noch, ja, halt den Schuss angetäuscht und ich muss sagen, da hat er mich eiskalt ausgespielt, ja. Und daran kann man dann sehen, dass ich sehr, sehr viele von solchen Gegnern auch hatte. Und dann musste ich ja halt was verändern. Ich kam wirklich ja nicht so wirklich rein ins Spiel. Ich hatte ihn nicht im Griff, habe dann auch auf die 4-2-1 gewechselt und habe auch noch Del Piero eingewechselt. Den hatte ich noch als Leihspieler gemacht und damit lief es dann viel besser. Also das ist auch was ich euch ans Herz legen kann. Wenn ihr wirklich auch ein sehr guter Spieler seid, einfach mal die Formation spiegeln vom Gegner, weil dann kommt es nämlich meistens auf den, ich sag's mal, wirklichen Skill drauf an, wenn eigentlich fast immer halt das 1 gegen 1 zählt. Und auch da war es dann so, war durch die 4-2-3-1 dieser Bale einfach erst mit dem rechten Fuß und jetzt dieses Tor. Ja, und ihr seht, wie sich Bale freut. Das war bei mir ungefähr ähnlich groß die Freude, aber es waren noch 30 Minuten und ihr seht es auch hier wieder extrem gut gespielt vom Gegner auf engem Raum. Und dann schießt sein Bale den eigentlich gegen Fährmann, es gab aber Torabschluss, also dann wahrscheinlich gegen die Ecke. Und ja, ich dachte mir, ey, dieses eine Tor, ich muss das irgendwie über die Zeit retten. Ich meine, es war halt Spiel Nummer 40. Wenn man schon so viele Spiele hat, dann will man natürlich nicht das letzte verlieren. Und ja, dann hatten wir nicht so ganz viel Glück noch. Dann schießen wir noch gegen den Pfosten. Und hier kann man auch wieder sehen, er hat sich immer sehr, sehr viel Zeit gelassen halt mit den Angriffen. Das war aber wirklich gut. Also dieser Gegner war sehr, 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 sehr stark, muss ich einfach nochmal ganz klar also sagen. Und ja, dann hatten wir aber hier schon die 86. Minute. Ja, ich konnte nochmal kontern, konnte ihn da ein bisschen ausdribbeln mit Ronaldo, aber dann passte das leider nicht ganz ab dem Rüberleger. Aber es war dann die 90. Minute, ich habe den Ball einfach nur nach hinten rausgehauen, weil bei 39:0, 90. Minute und man führt 4:3 gegen so einen starken Gegner, dachte ich mir, den Ball haue ich einfach hinten raus. Und ja, wie ihr es vielleicht jetzt auch schon sehen konnte, ich musste leider in dem Spiel in der zweiten Halbzeit, ist meine Relegator auch noch abgeschmiert. Das heißt, ich musste das jetzt über diesen Rafut Champions Channel laufen lassen und ich konnte euch jetzt hier nicht zeigen, wie sich ja, halt diese schöne Leiste füllt. Deswegen habe ich hier noch dieses Bild oder diesen Screenshot für euch, den ich euch jetzt so einblenden konnte. Was ich euch aber sagen kann, ja, das war jetzt irgendwie nicht gefaked oder so, sondern wie ihr es hier nochmal seht, das habe ich jetzt im Nachhinein nochmal eben für euch aufgenommen. 40:0 und ja, war auf jeden Fall einer meiner schwersten Regen Leagues, denn ich hatte wirklich extrem gute Gegner. Wie gesagt, konnte man ja auch sehen an dem letzten Spieler, der halt einfach 35:5 dann stand am Ende. Also von daher auch jemand, der das Spiel ziemlich, ziemlich gut kann. Ihr seht es hier auf Platz 3. Vor mir war nur noch Gorilla. Ich bin auch jetzt über Nacht auf dem dritten Platz geblieben. Von daher, ja, war es eine sehr, sehr gute Leistung. Mit dem bin ich sehr, sehr zufrieden. Und so komme ich monatlich jetzt auf ein 78:2. Bin, glaube ich, jetzt auf Platz 9 oder so jetzt noch abgerutscht monatlich. Hier ist es jetzt noch auf Platz 7 im Video. Aber ja, so viel tut sich da nicht. Und weil es eh noch kein Qualifikationsmonat ist, macht das eigentlich nichts.
Ich bin eigentlich soweit raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Rückblick vor meinem Wochenende. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.